Hallo Leute und herzlich willkommen bei Little Big Planet, Zack vs. Zombies, Nacht der Untoten. Ich kann euch nur eins empfehlen, dass... Nanu, will jemand anders anrufen? Ich komm gleich. So, wurde angerufen, ist aber nicht so weit schon. So, das ist Nacht der Untoten. Von Call of Duty World War gemacht wurde das von Rockerboy 14 und ich kann nur eins sagen, das erinnert mich wirklich an Zombie Craft. Grund ist hier diese Ja, aus dem kann man auch ein Raptrail machen. Jetzt bin ich gerade gestorben. Das wollte ich jetzt nicht. Man kann sogar ein Raptrail machen mit dem... Night of the Undead heißt das eigentlich auf Englisch. Das ist Runde 1 und hier ist unsere erste Waffe mit dem Manipulator. Ich wollte eigentlich hier das Ding da haben, damit ich ein neues Objekt habe. Und da fragen sich jetzt einige, warum habe ich das jetzt gemacht, um euch zu zeigen am Anfang, wie das hier losgeht. So, Beginn. Anfang ist immer wieder mit Runde 1. Es kommen immer eine Horde voller Zombie-Bots zu euch und gehen euch mäßig an den Kragen. Und wiederbelebt werdet ihr, wenn immer die Runde vorbei ist. Und so kommen immer noch mehr und mehr Insektbots, also Zombie-Insektbots. Ich sag mal Insektbots. Sei es diese Zombies. Und da kommt schon eine Horde an. Ah, Mist. Schon wieder Runde 2. Muss versuchen, hier nicht zu quatschen, während ich aufnehme. So, das interessiert uns nicht mehr. Hier gibt es nur bloß zwei Eingänge, nur bloß das untere. Also den Eingang hier, wo ich gerade bin. Und dann gibt es noch einen anderen Eingang. Ah, scheiße, jetzt bin ich gerade gestorben, aber ist egal. Solange die Tür noch steht, jetzt steht sie nicht mehr. Jetzt darf ich nicht sterben. Und da steht dann, hier steht was drauf, Round 5 opens. Das heißt, ab Runde 5 ist dann diese Tür offen. So, wir haben erstmal eine. Ah! Ja, meinetwegen können die hier mitspielen. Und das leckt. Warum das auch leckt, das ist ja normal halt. Bei diesen Sektor des Zombies. So, jetzt haben wir hier ein schönes Ding. Ich warte erstmal, bis das fertig ist. So, wir haben jetzt Doppelpunkte bekommen. Das heißt, wir kriegen jetzt mehr Punkte. Dann können wir das dann schön an der Box dann. Moment, ich werde schon wieder. Aha, was ist denn? Hallo? Ja. Das ist meine Freundin. Ich nehme gerade im Dorf. So, Runde 1. Nochmal. Zu Beginn.
Ich bin auch drinne bei. Schreib da deins. Das schreibe ich nein. Aber am besten macht es noch spaßiger, wenn es noch viele Leute dazukommen. Aha. Na, Rechner bestimmt. So. Na? So, lol. Der ist jetzt gerade gestorben, der kommt jetzt erst nach der nächsten Runde. Nach der nächsten Runde. Das ist noch ein Perk, das ist noch eins, das ist hier dieser. Dieses Hammer. Diese Bull. Das, da gingen dann alle automatischen Dinger hier auf. Und das Gute daran ist, wenn man jetzt da durchläuft, braucht man sie nicht sofort reparieren, so wie bei Black Ops zum Beispiel. Ich zeig dann euch dann die anderen Dinger dann euch, wenn ich schaffe. So, jetzt ist wieder hier mein. Jetzt ist wieder der alte Kumpel mit dabei. Hat eine Punktzahl. Und das. Und er scheint wieder gestorben zu sein. So, das ist wieder dieses. Ah, Mist. Okay. Gehen wir zur nächsten Karte. Das ist ein bisschen zu krass. Für mich. Gehen wir zu Shinonuma. Eins der bestesten Level, die ich sehr gut kenne. Da machen die Perks mit. Quick Revive, Doppel-Tap, Juggernaut. Naja, das war's eigentlich. Ja, und Double Tap kommt noch nicht. Ja, mach's gut. Wenn es jetzt nicht so lange dauert hier mit diesen Namen. Ich bin so oder so alleine. Nö. So. Muss ich ja mit meinem Fahrrad schwingen. So, das ist jetzt Shinonuma. Da unten kommt jetzt 115. Irgendwas mit Projekte hängt 115. Englisch. Irgendwas mit Englisch da unten. Kannst du nicht entziffern, was das lesen soll. So. Fertig mit diesem Static Enjoy. So. Jetzt geht's los mit Runde 1. Da hinten ist Doppeltap. Da hinten ist Doppeltap, da kommt schon der erste Zombie. Oh, eine Nuke. Oh, eine Nuke, das ist schön. Bringt uns 400 Punkte ein. So. Der nächste tot. Ja, ihr wundert euch, vor meinem Sackboy jetzt so ähnlich aussieht wie der eine Typ hier, der Russ, aus der Sowjetunion hier. Und ich habe wohl noch die anderen beiden hier, den Dempsey und dann noch den. Dann noch Lichtrufen und. Den Japaner als Sackfiguren nachgemacht. Ist doch übelst schwer zu machen, die zu machen. So, jetzt kann ich das freikaufen. Und für 2000 kann ich mir dann einen Doppeltap mir holen. Cool. Steht sogar drauf, Doppeltap. Da unten ist die
die Mystery Box. Ich bin nicht gestorben. Aber ich bin jetzt hier. Jetzt haben wir Doppelpoints. Ist auch sehr gut. Und wieder eine Nuke. Das ist schön. Wunderbar. So, jetzt kann ich hier den Doppeltap mir holen. Und der schießt ziemlich ja zweimal schneller. Aber hält nur bloß für eine lange Zeit an. Das ist scheiße. Ich fand den Doppeltap früher besser. Den habe ich noch. Den Doppeltap. Den zeige ich euch dann bei meinen eigenen. So, jetzt nehme ich mal hier kurz mal die. Piu, 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 piu. Schnell. Was ist das? Was ist das? Erinnert mich an einer Trenchgun. Lol. Nochmal lol. Mist. Hä? Aha. Ich kann jetzt nicht kommen, weil ich jetzt noch aufnehme. Okay, geh mal zu der nächsten Call of the Dead. Oder Ascension. Aber das Geilste ist, er hat hier sogar die ganz neue Zombie-Karte gemacht. Shangri-La heißt sie. Aber ich gehe jetzt mal zu dem der Riese rein. Da habe ich das sogar durchgeschafft. Unglaublich. Ich habe das sogar durchgeschafft. Diese Ohne. PLZ. PLZ ist please. So, das Kino der Tod. Der Riese meinte ich. Auch von World of War gemacht worden. Aber hier sind die Zombies ganz anders als bei Shinonuma und so. Die versuchen uns erst anzugreifen, wenn wir sehr nahe stehen. Beispiel hier. Da kann man sehr guten Rap-Train machen. Dann können sie sich hoch selbst töten. Ziemlich lange. Ich brauche ja nie mit dem Hund zu gehen. So, ich öffne mal hier ganz ziemlich lange. Sorry, ich rede gerade hier über Skype, deswegen. Oh, wieder beinahe einer mich erwischt. Weil hier was ist. So, Runde Survival. Ich mache das erstmal so. Ich mache erstmal hier die Tür dann off. Oder ich lasse erstmal die Tür hier zu. Gehe erstmal dann zum Strom. Na. Aber er hat es richtig sehr gut gemacht. Kann man so schätzungsweise sehr gut machen. Und dann hat er noch das Five-Dings gemacht. Also vom Five. Auch richtig gut gemacht. Da sind sogar hier diese komischen Typen mit dabei. So, jetzt nehme ich mal hier die Monkey Bomb. Die ist sehr gut. 32 Uhr, bist du verrückt? Ja, kannst du. So, ich mache jetzt hier die nächste Tür auf.
Instant Kill. Schön. So, jetzt habe ich einen Instant Kill. So als Zeichen. Oh, das war ein guter Tod. Und noch ein Doppelpoint. Das ist auch schön. Habe ich dann noch doppelte Punkte dazu. So. Ja, dass du sexsüchtig bist. So, jetzt das Strom. Na, dass du sexsüchtig bist. So, der Strom ist an. Da oben ist jetzt, kann ich jetzt den Juggernaut mir holen, aber den hole ich mir erstmal später. Erstmal gehe ich hier. Und die. Oh toll, die Raygun. Die nachgemachte Raygun. Die ist so geil. Also die Pew Pew. Was macht das eigentlich hier? Was macht der Todbringer hier überhaupt bei den Riesen mit? Der Todbringer ist eigentlich nur bei Kino der Toten, Ascension, Five und Call of the Dead nur bloß dabei. Was macht er hier überhaupt? Das ergibt keinen Sinn. Der ist nun bloß, also der Todbringer ist nur bloß da, wo hier wo Kino der Toten eigentlich mitmacht. Da machen auch diese komischen Viecher mit. Diese komische Nova 6 Viecher haben. Und jetzt kommen ja etliche Viecher von Deckbots an uns an. Ein Instant-Kill habe ich wieder bekommen. Wir sind schon bei Runde 4. Ab Runde 5 wird es krass. Da kommen die Hunde. Also ich finde das richtig cool gemacht worden. Also ich finde das richtig toll, wenn jetzt die Hunde kommen. Dann lasse ich aber ihn am Leben. Aber ich schätze mal, da kommen so oder so zu viele Zombies an. Mach mal jetzt hier die Tür auf. So, jetzt ist die offen. Hier ist Quick Revive. Gut zu sehen. Und diese Geräusche, das sind meistens hier diese. Und da kann man das dann so benutzen. Ich versuche jetzt mal einen am Leben zu lassen. Oh nee. Den Todbringer will ich jetzt nicht haben. Kommen dann noch welche? Ich lasse dich jetzt mal am Leben. So. Den lasse ich jetzt mal am Leben. Hä? Ja. So, ich benutze jetzt mal hier das Ding. Oder? Kommt jetzt hier so ein. Jetzt kommt ein Dicken. Jetzt muss ich schnell zurückrennen, bevor die Zeit uns rennt. Mist. Dreck. Dreck, Mist. Und dann komm da her. Ja, das sind die anderen, die ich euch zeigen, euch gerne zeigen möchte. Aber ich mache es leider erstmal nicht, weil. Aber es ist richtig. Richtig cool gemacht. Also, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.